Hallo meine Lieben, hier ist wieder Valena und wir starten eine neue Runde Project Castaway. Deswegen sind wir jetzt auf einem anderen Bildschirm, weil wir zusammen starten werden. Hier seht ihr nochmal das schöne Titelbild, wie ich finde. Das sieht nett aus. Genau, Bewegtbild, die Palmen sind süß. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Spaß hier, weil der wird mich wahrscheinlich jetzt heilen. Hier oben seht ihr dann schon meine Maske, die ich dann ausfüllen werde, wo ich ein Feedback geben werde. Ich kann mir nochmal überlegen, ob ich euch dahin mitnehme oder ob ich das einfach in Ruhe alleine mache. Das überlege ich mir noch. Erstmal, so hier, ne? Hardcore, never ever. More results in Parmadeath. Nein, sicherlich nicht. Challenge, hier. Test your survival skills by managing your resources, bla bla. Okay, haben wir gemacht. Und Challenge ist, Mode offers more structured and goal-oriented. Okay, also es ist zielorientiertes Gameplay. Wir werden sehen. Jetzt hat es hier geklingelt. Es hat geklingelt. Wir haben es scheinbar. Challenge Run ended. Survive Time 22 Minuten. Restart. Ich fange einfach mal hier neu an. Also wie gesagt, hat gerade geklingelt. Ich musste mal eben zur Tür. Deswegen war jetzt hier so ein kleiner Cut. Collect raw meat. Make campfire and cook the meat. Okay. Die Mucke finde ich nicht so geil. Im tiefen Wasser sein finde ich auch nicht. Oh Gott. Ernsthaft jetzt? Das ist nicht nice. Gar nicht nice. Wir schwimmen einfach. Ich schwimme jetzt einfach. Das ängstigt mich sehr stark. Weil ihr wisst ja, ich habe so ein bisschen Heilparanoia. Ich bleibe jetzt einfach über Wasser. Wenn wir hier untertauchen, mache ich die Augen zu und ich schwimme einfach zum Ufer. Das will doch kein Mensch. Was ist los hier? Warum ist das so komisch? Da kriegst du ja schon... Ich muss die ganze Zeit jetzt gerade reden, weil ich Stress habe. Untertauchen. Ich gucke sofort immer über den Bildschirm, wenn ich untertauche, weil ich echt Angst habe, hier in so eine Heilfratze zu gucken. Möchte ich nicht. Will ich einfach nicht. So. Wir sollen rohes Fleisch finden. Das Fleisch kochen. Das heißt, wir brauchen Stöcker. Das ist safe. Wir brauchen das. Wir brauchen eine Axt. Wir brauchen dafür Tau. Wo finden wir Tau? Boah, können auch ein Messer nehmen. Also erstmal machen wir hier. Ne? So. Smash it! So, wir sollen hier auf jeden Fall ein bisschen challengen. Ich bin mal gespannt, wie die Nummer hier so läuft. Die Ziele sind jetzt ja erstmal nicht so dramatisch, wenn uns keiner angreift. Sagen wir es mal so. Wenn hier keiner um die Ecke kommt, dann passt das. Ich nehme mal hier schon mal ein paar Steinchen mit, die ich sehe, weil ich weiß ja, was ich brauche. Ich habe ja grandioserweise den anderen Level zuerst gespielt. Das heißt, ist zumindest ansatzweise klar, was benötigt wird. Es gibt sicherlich Schlechteres, als das zu wissen. So. Jetzt gucken wir gleich erstmal, was wir hier bauen können. So, wir schmeißen hier den Spaß erstmal hier hin. Dann haben wir hier schon mal Stein. Wir gucken unser Buch. Wir brauchen nämlich ein Messer oder ein Stone Knife. Reicht erstmal. Wir müssen nämlich Viecher töten und im Zweifel auch mal was, ja, wir müssen eigentlich nur Viecher töten. So, Lagerfeuer bauen, Bett bauen. Das heißt, wir müssen auch eine Palme fällen. Genau. Eine Krabbe töten. Vermutlich. Ein Stein hat uns noch gefehlt. Wie sieht es eigentlich mit Essen aus? Ja, das könnten wir lösen, indem wir Fleisch machen, ne? Essen. So, was haben wir hier? Zack. Bandage, die wir beim letzten Mal auch nicht brauchen, nehmen wir jetzt aber mit. Und ein Riegel. Perfekt. Der erste Hunger ist gestillt. Super Sache. So. Palmbett und Campfire baue ich. Speichern werde ich. Was sagt der Kollege hier? Den können wir nicht. Okay, oder was? Wir sind auf jeden Fall wieder sehr zielgenau. Nicht?
Aber ich treffe den auch nicht irgendwie. Okay. Scheinbar möchte das Spiel, dass ich andere Sachen mache. Dann fällen wir erstmal eine Palme und bauen ein Bett. Wir sind schon wieder völlig im Armer. Okay. Krass. Ach, es geht gar nicht. Guck mal. Das hat ja nicht funktioniert hier mit dem Baum. Na gut. Dann nehmen wir hier erstmal... Meine Güte. Wir sind völlig fertig. So. Eine Kokosnuss. Wir haben Palmenblätter. Die sind wichtig. Fürs Palmenbett. So. Das werde ich mal als erstes bauen. Wir wollen ja speichern. So. Palmenbett. Zack. Hello again. Machen wir mal direkt. Ich will es ein bisschen drehen. So. Das werden wir eh. So, vier brauchen wir noch. Das heißt, ich gehe hier noch so ein Ding machen. Und ich weiß gar nicht. Collect raw meat. Dafür müssen wir schon was töten, würde ich mal sagen. Also, das macht sonst wenig Sinn. Ich weiß gar nicht, fehlt uns so ein Stein? Das schauen wir gleich mal. So, das hatten wir zu viel. Jetzt bauen wir mal ein Campfire. Das wissen wir auch schon, wie es geht. Jetzt bauen wir mal hier hin. Und wir brauchen 5 Steine. Stöcke. Wir haben nur 4 Steine. Auch schön. Die will er nicht haben. Willst du es jetzt haben? Nee. Gut. Ja, klasse. Aufheben. Und? Er möchte das nicht haben. Warum möchte er das nicht haben? Warum kennt er die denn nicht? Aha. Aha. So. Den will er auch nicht. Alles klar. Warum auch immer er die nicht will, ich brauche 3 neue. So. Wir speichern das erste Mal und nehmen den Slot 2. Das muss ich unbedingt merken. Obwohl, das war auch so ein Schildchen. Perfekt. Gut. Uns fehlen noch 3 Steine. Kannst du mal dein Messer nehmen? Dankeschön. Uns fehlen noch 3 Steine und Fleisch. Das ist jetzt die Frage. Fleucht hier ein Jaguar rum? Vermutlich. Wie viele Steine fehlten mir noch? 3, ne? Wehe, du kommst jetzt hier an. Lass mich einfach in Frieden. Und dann brauchen wir noch Fleisch, tatsächlich. Gut. So, jetzt aber. Hm? Was sagen wir jetzt hier? Wir sagen, Campfire, fertig. Wir müssen rohes Fleisch sammeln. Und das Fleisch kochen. Das sind nur unsere 2 Aufgaben. Es wäre auch interessant gewesen, wahrscheinlich diese Herausforderung vor der anderen zu machen. Weil dann hätten wir quasi so eine Art Guide, Überlegungs-Tutorial-Guide bekommen. Den wir natürlich jetzt nicht hatten, weil ich einfach Survival-Mode quasi angefangen habe. Das ist dunkel. Das mag ich nicht. Nö. Das machen wir nicht. Wir gehen jetzt hier nicht im Dunkeln irgendwelche Schildkröten suchen. Genau. Also. Tatsächlich, falls jemand von euch hier im Early Access das dann irgendwann spielt oder auch vielleicht sich für einen Playtest freischalten lässt, ich empfehle euch, erstmal was zu essen. Sehr wichtig. Das ist hier der Riegel. Ja. So, snacken wir den erstmal weg. Super. Genau. Macht dann am besten das hier zuerst. Okay, aus irgendeinem Grund mag er das nicht. Wie sieht's aus? Mit dem Speer. Dann nehmen wir jetzt erstmal den Speer und gucken mal, was mit dem Speer abgeht. Solange es noch ein bisschen hell ist. Und jetzt ist aber auch zum Glück die Crab hier. Also, ich weiß ja nicht, ob ich mich einfach glatt anstelle. Aber es ist tatsächlich schwerer zu glauben. Ah, guck. Habe ich dich jetzt? Ja. Ich habe Fleisch! Und es sollte jetzt hoffentlich nicht regnen. Dann kann ich hier nämlich schön erstmal einen Snack machen. Immer erstmal ein Feuer. Craft a bow, craft a spear,
Schön, dass wir einen Speer schon gecraftet haben und er es nicht erkannt hat. Und wir sollen Bögen machen. Wir kochen erstmal das Fleisch. Das ist wo? Genau. Da. Zack. Okay. Jetzt wird das Fleisch gekocht. Es fängt bitte jetzt nicht an zu regnen, damit das Fleisch noch gekocht wird. Genau. Dann haben wir schon die ersten drei Aufgaben erledigt. Schön. Yeah. Wir müssen auch auf jeden Fall noch für Trinken sorgen. Das steht fest. Momentan haben wir noch okay. Kokosnüsse dafür. Aber wir müssen auf jeden Fall so einen Water Collector bauen. Das können wir aber machen, wenn wir uns quasi ohne Schildkröte klären. Dann haben wir nämlich auch die Schale. So lange sammle ich mal die Sachen. Die brauchen wir aber nicht. Wir brauchen nämlich dann eine Bananenpflanze. Wir sollen uns aber jetzt auch einen Bogen bauen. Und Pfeile. Und den Speer, den ich ja schon habe. Das heißt, ich kloppe mir den jetzt erstmal runter. Den Speer. Und sammle mir dabei schön Kokosnüsse ein. Und wenn der drunter ist, machen wir einfach 9. Dann haben wir das auch schon erledigt. So. Ich gehe hier sehr planvoll ran, wie ihr merkt. Das ist so, es ist einfach meine Spielweise. Ich verdaddel mich nicht so. Das ist, ich weiß hier, was ich tun muss, also wird das jetzt auch getan. Zackig und knackig. Ja. Ich bin nämlich tatsächlich gespannt, was dann die nächsten Aufgaben sind. Deswegen möchte ich die jetzt schnell erledigen, damit ich dann sehen kann, was als nächstes kommt. Muss ich auch ehrlich zugeben. Auf jeden Fall kommt, glaube ich, gerade Regen. Oder ich bin müde. Nee, Regen. Das heißt, unser Campfire ist auch wieder aus. Schade. Der Speer ist auch gleich hin. Das heißt, wir können den neuen Speer craften. So. So wie es sein soll. So wie ich es mir geplant habe hier. Kann ich das nochmal? Nee. Speer ist hin. Perfekt. Dann, was aber auch interessant ist, wir werden für die Bögen und den, die Pfeile, also zumindest für den Bogen, brauchen wir auf jeden Fall einen Pfau. Das heißt, wir müssen ja auf Pfau-Suche gehen. Das wird nochmal spannend tatsächlich. Oh, ich habe es ein bisschen dicht an die Wasserkante. Ich hoffe, das fällt mir jetzt nicht auf die Füße. So wegen Wasser und so. So, jetzt mal packen. Jetzt haben wir hier den Fernbürgerweise das Messer weggepackt. Und jetzt werden wir uns gleich noch ein Speer bauen. So. Mit B. Und jetzt wollen wir einen Speer. Ich brauche 5 kleine Stöcker dafür. Okay. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Das heißt, wir brauchen neue Stöcker. Die wir jetzt nochmal sammeln gehen. Weil wir brauchen ja dann auch wieder Stöcker für Feuer. Ist ja so ein bisschen Survival-Stress hier wieder. Aber ich meine, hier lagen auf jeden Fall schon mal insgesamt mehr Stöcker rum als auf der anderen Insel, wo wir das jetzt dann mal gebaut haben. Also das ist ja schon mal ein bisschen nice hier. Ist hier eigentlich Tau zufällig? Nein. Auch keine Kiste. Ich bin mal gespannt, wen oder was wir so treffen, wenn wir dann auf Taujagd oder Tausuche gehen. Weil das wird uns ja so oder so blühen. Sagen wir es mal, wie es ist. Da kann ich drauf einkloppen. Ach, guck mal. Man kann hier drauf einkloppen. Das wusste ich nicht. Kleiner Stock und 2 lange Stöcker. Das ist interessant tatsächlich. Das wusste ich noch nicht. Da war ich etwas aufmerksam beim Spielen, dass ich nicht, das noch nicht weiß. Gut. Das sagt die Müdigkeit, der geht's grundsätzlich ganz gut. Ich mag es einfach nur nicht, im Dunkeln hier rumzuchillen. So, Speer. Bitte schön. Crafted Spear. Aufgenommen. Crafted Spear. Okay. Ach, Leute, ich weiß ja nicht. Ich esse jetzt mal was. Ich habe ein bisschen Angst, was hier so rumspeucheln könnte. Ich möchte das eigentlich nicht ausprobieren, die Nummer. Was rum? Gucken wir mal hier rein. Ich glaube nämlich, wir brauchen auf jeden Fall... Ja, wir brauchen ein Seil. Und was brauchen wir für die Pfeile?
Die könnten wir schon machen. 3 Stück sollen wir machen. Das haben wir, das bauen wir. Ich habe hier irgendwo Steine. In meinem Rucksack. Ja. Ist auch Holz in meinem Rucksack? 3-mal? Ja. Gut, dann bauen wir jetzt erstmal die Pfeile. Dann haben wir das auch schon. 1. Okay. 2. Jetzt auch immer so. 3. Jetzt habe ich nicht mehr die Items. Hä? Warum nicht? Was fehlt mir? Oh, ein Stein. Okay. Okay, wir brauchen noch einen Stein. Nehmen wir doch die, die das Spiel eh nicht richtig erkannt hat. Ha. So. Dann machen wir das doch jetzt mal fertig. So. Und ein Bogen. So, fehlt uns jetzt nur noch der Bogen. Super. Craft a bow. Speicher mal. Wisst ihr? So machen wir das. Oh, ist schon spät. Wir schlafen. Zack. Zurück. Schlafen mal schöne 8 geschmeidige Stunden. So wie ich es mir im echten Leben manchmal wünschen würde. Einfach 8 Stunden zu pennen. Sind irgendwie meistens 6. Guten Morgen. Wir sind ausgeschlafen. Sehr gut. Speer. Auf geht's. Wir brauchen Seil. Liebes Spiel. Wir brauchen ein Seil. Wir gehen mal hier hinten gucken. Da war nämlich beim letzten Mal ein Seil. Da war beim letzten Jahr aber auch ein Jaguar. Ja? Braucht man nicht. Brauchen wir nicht. Das liebes Spiel, du darfst es hier auch als Tutorial. Ja, 2 Haie. Super Tutorial. Ich freue mich. Ich find's doch klasse. Das heißt, ihr wird safe einen Jaguar rumstreuen. Das ist super. Der ist ja auch auf dem Strand hier, der Kollege. Das heißt, ich bin hier so auf so einem minimalen Streifen sicher, wenn hier noch ein Jaguar angetüdelt kommt. Richtig witzig. Das sind sogar 3. Ich wollte es mal gesagt haben, ne? Das sind 3. 1, 2 und da hinten ist einer untergetaucht. 3. Seht ihr die, Finn? Ich werd verrückt. Da ist auf jeden Fall auch eine Schildkröte. Nee, Mann, ey, wirklich. Ja, du brauchst gar nicht herkommen. Bleib einfach da. Hier ist Wasser vorbei. Hier würdest du nicht überleben, Freund. Okay. Wir können uns den mal aus der... Ja. Guckt euch den mal an, den Kollegen. Ist jetzt im Strand verschwunden. Tastes like chicken. Oh, das ist nicht gut. Ja, ich bin ja todesmutig, ne? Wenn der Tür sterben. Okay. Also der Bug ist okay. Auf der anderen Seite, weiß ich nicht, werde ich den wahrscheinlich deswegen auch nicht killen können. Ich will Haie einfach nicht. Das will ich einfach nicht. Das macht mir Angst. Das macht mir wirklich einfach Angst. Die sollen das Seagull töten und, okay, ist das cool, ja klar. Ich auch nicht. Gut, jetzt ist die irgendwie weg hier. Ich schwimme hier auf jeden Fall noch rum. Schildkröte. Hallo. Tut mir leid. Na, die kriege ich auch nicht. Es spritzt zumindest kein Blut. Ach, was. Das Spiel wird von mir wahrscheinlich verlangen, so ein Wasserding zu machen. Das heißt, wir werden uns jetzt hier drauf konzentrieren, zu lauschen. Ob hier jemand angetapselt kommt? Nee, ist ja noch nicht. Also die Dreier-High-Action war ja schon wieder genau nach meinem Geschmack. So, gib mir bitte ein Stück Tau. Ah, oder Stoff. Und Tau. Okay, ich nehme auch beides. Also die Dreier-High-Nummer war schon wieder richtig mein Ding. 3 auf einem Haufen von meinen liebsten Feinden. Nein, danke. Kann ich nur sagen. Nein, danke. Schlingi. Ah, das wird meine Aufgabe werden. Wollen wir mal der Aufgabe nicht vorgreifen. Dann versuchen wir uns hier mal so ein bisschen noch ein paar Kokosnüsse zu klären.
Wobei wir wahrscheinlich auch eine Axt als nächstes craften müssen. Das heißt, wir gehen erstmal zurück, halten die Augen nach einer Möwe offen, weil die sollen wir ja hier scheinbar killen. Kein Fauchen will ich hören. Auch kein Brüllen. Nichts dergleichen. Okay, Spiel? Brauch ich nicht. Drei Haie haben für den Anfang hier gereicht. So, ich soll auf jeden Fall eine Möwe killen. Das wird schwierig, weil ich bisher zumindest noch keine gesehen habe. Ich hoffe, ihr backt sich mal eine Möwe fest. Dann wird das alles ungleich leichter. Ich laufe mal hier rum und guck mal, was hier so geht. Möwentechnisch. Aber tatsächlich sehe ich keine Möwe. Ich komme immer noch nicht über die drei Haie hinweg. Boah, zu sagen. Also hier sind Möwen, okay. Ich habe welche gesehen. Die ist hier runtergefallen, aber ich glaube, das war auch nur ein Fehlerchen. Weil hier ist jetzt nämlich keine. Ich habe schon wieder zu viel Holz. Joa. Wie gesagt, Aufgabe Möwe killen ohne Möwe wird dann doch eher schwer. Aber gut. Es wird wahrscheinlich nach irgendeinem Reload auch eine Möwe geben. Jetzt machen wir erstmal unseren Bogen. Den könnten wir natürlich benutzen, um die Möwe zu killen. Seil. Zwei Sticks. Ja, ich habe alle Sticks rausgepackt. Dann nehmen wir nochmal zwei Sticks auf und bauen einen Bogen. Mit dem wir dann wiederum versuchen können, tatsächlich die Möwe zu killen. Wir haben einen Bogen. Und wir haben auch Pfeile. Gut. Wir haben auch Hunger und wir haben auch Durst. Aber ich werde jetzt hier nicht in voreiligem Gehorsam ein Wasserbums da craften, weil das wird im Zweifel nur dazu führen. Das ist eine Möwe abgeschmiert, aber die ist schon wieder nicht zu sehen. Ist die hier drin? Nee. Also ist gerade eine vom Himmel gefallen, aber irgendwie nicht unten aufgekommen. Also hier fliegt auf jeden Fall manchmal was. Hier. Und wenn die unten sind, sind die weg. Dies ist nicht gut. Das hilft uns nicht weiter. Liebes Spiel. Ich brauche auf jeden Fall erstmal noch ein paar Kokosnüsse. Das heißt, die hole ich mir jetzt als erstes. Weil, wie gesagt, das Wassertränken-Ding werde ich erstmal noch nicht bauen. Ich vermute nämlich, dass das Spiel das gerne möchte. Irgendwann. Nach der Möwe. Nach der Möwe wahrscheinlich. Das heißt, so lange werden wir uns jetzt hier mit begnügen, erstmal ein paar Kokosnüsse zu trinken. Dafür muss ich die aber fällen. In der Hoffnung, dass es nicht gleich hier anfängt zu fauchen. Ich wag mich ja todesmutig ins Dickicht. Speer ist wieder im Eimer. Hat richtig was gebracht. Das heißt, ich brauche 5 neue Sticks, um einen neuen Speer herzustellen. Oder ich arbeite erstmal mit dem Messer weiter. Ja, Messer weiter. Ich könnte mir jetzt, glaube ich, auch eine Axt bauen, ne? Ja. Gut. Läuft. Großartig. Ich will gerne einen Vogel finden, den ich abschießen kann. Aber das ist irgendwie schwierig, weil hier ist keiner am Start. Also selbst mit Pfeil und Bogen wird es sehr schwer, jetzt eine Möwe zu finden. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, was. So. Was sagt der Rest? Dem Rest geht's eigentlich gut. Ich bin erschöpft, aber dem Rest geht's gut. Wenn da jetzt drei Haie hinten waren, sind ja wahrscheinlich hier keine mehr. Das heißt, ich könnte noch mal eben zu dem anderen Strand gehen. Guck mal hier ganz kurz, ob ich mich doch noch finde sehe. Weil wie wir gesehen haben, gibt es hier auch ganz gerne mal im Sand. Oh ja, machen wir schnell mal hier rüber. So. Möwen, Möwen, zeigt euch! Möwen, Möwen, zeigt euch! Ich habe nicht gespeichert. Nicht gut.
Aber da hinten sind auch keine. Ich höre nicht mal welche. Also ich weder, dass ich welche sehe, noch welche höre. Vielleicht hat das Spiel sich ja gedacht, boah, wenn ich schon 3 Haie produziere, dann gibt es keine Möwe mehr. Wer weiß. Da ist eine Möwe. Die ist runter, ins Wasser und wieder hoch. Okay, das ist schon mal gut. Weil im Wasser war sie nicht weg. Mhm. Wo fliegst du denn hin, kleine Möwe? Du willst doch bestimmt auf meinem Grill landen. Komm mal runter, ich muss dich ja auch treffen. Naja, super. Die landen unterhalb vom Sand. Ich kann die gar nicht erschießen. Das ist faktisch schwierig. Jo, schön ein Pfeil versaut. Möwe im Land, im Sand versenkt. Ja, also das bringt nichts. Das, die Möwe da jagen wir hier schön, wenn wir wieder aus dem Safe Game zurück sind. In der Hoffnung, dass es dann besser ist. Weil das jetzt ja Quatsch, die landen ja nicht mal vernünftig. Also, das ist ja albern. So, bauen wir den Kollegen Lorraine nochmal nach. Was sollen wir eigentlich noch machen? Stone Shard. Collect 3 Sticks. Ja, das ist natürlich witzig, dass ich das schon längst brauchte. Ist aber kein Problem. Ich mach das auch gerne nochmal. So, ist ja nicht. Hier lag doch noch ein Stein. Dann machen wir erstmal hier die, die wir ja schon brauchten, um vorher die Sachen zu schaffen. Ja. Hab nur 2 gesammelt, aber ist auch okay. Und wie viele Stöcker will der von mir? 4. Hier liegen wahrscheinlich jetzt keine mehr. Ich bin schon alle eingesammelt. Okay, einer. Ah, jetzt haben wir doch schon alle. Geil. Scheinbar hat er doch schon irgendwas mitgezählt. Gut. Schön. Jetzt bleibt uns wieder nur die Möwe übrig. Was blöd ist, weil die Möwen, wie gesagt, eher im Sand versanden. Also ich weiß, dass die beim ersten Game tatsächlich auf dem Sand gelaufen sind. Und das wäre auch wichtig, weil es bringt mir auch nichts, eine Möwe abzuschießen, die, wenn sie runterfällt, im Sand versandet, ne? Weswegen ich glaube, mache ich Cut. Ich werde in der nächsten Folge das dann hier reloaden. Und dann schauen wir mal, ob das mit den Möwen besser funktioniert. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich finde es auf jeden Fall witzig, dass der von mir so gefürchtete Modus scheinbar der Tutorial-Modus ist, den ich jetzt anspiele. Aber so findet man halt alles nach seiner Zeit raus. Und beim nächsten Mal versuchen wir, eine Möwe zu holen und eine Möwe zu grillen. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet und mich begleitet auf der kleinen Mini-Reise. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.